Servus meine lieben Freunde, ich bin's der Martin. Ich bin hier beim Peter Atkins vor seiner Halle. Er macht uns gerade ein bisschen Platz mit seinem Gucci. Und dann stellen wir meinen W140 S500 hierher und seinen 220er S500 und dann vergleichen wir die zwei Autos mal miteinander. Wenn euch das Ganze interessiert, bleibt dran, weiter geht's nach dem Intro. Meine lieben Freunde, hier sind wir wieder. Wir haben jetzt die zwei Prachtstücke, die hinter mir stehen, geparkt und ausgerichtet. Und jetzt würde mich interessieren, was Peter eigentlich zu diesen zwei Fahrzeugen hält. Das heißt, Peter, komm mal her. Servus. Halli, hallo, da bin ich. Wir machen hier einen kleinen zweiten Teil. Der Profi links neben mir, der Amateur vor der Kamera. Normalerweise gehört es andersrum. Naja. Und wir haben noch ganz viele, wie sagt man hier, Nebenakteure, die rumgaggern. Ja? Er hat gerade den Hahn vom 140er verscheucht. Er hat sich schon klar positioniert vor seinem Mercedes und der Hahn lässt sich da nicht alles gefallen. Übrigens ist ein cooler Kampfhahn, der hat schon mal einen Fuchs vertrieben. Gell? Also man würde sagen, der hat Eier, der Hahn. Ja. So, was haben wir hier? Wir haben einen S500, ihr kennt es vom ersten Teil. In blau-schwarz-metallic und nebendran den moderneren S500 in, denke ich mal, 049 schwarz. Die Besonderheit hier am S500 ist, dass wir eine Zwei-Farben-Lackierung haben. Also wir haben unten grau, oben blau-schwarz. Und jetzt würde mich interessieren, was der Peter davon hält. Genau, gehen wir doch mal so ein Stück darüber, dass wir die beiden Autos im Hintergrund haben. Seiner hat eine klassische Mercedes S-Klasse Form. Der ist wuchtig, der ist dominant, der hat kantige Formen. Ich finde ihn von außen durchaus schön und auch diese Zwei-Farben-Geschichte stört mich nicht, weil die Farben harmonisieren, die sind nah beieinander. Wenn die Kontrastfarbe, wie zum Beispiel bei den ersten 124er, brutal auseinander geht, dann, also nicht bei den ersten 124er Limousinen, sondern glaube bei den Coupés war das so. Da war dann das Sacco-Brett war dann in einem brutalen Kontrast zum restlichen Fahrzeug. Da finde ich es nicht so schön. Wenn es ein leichter Unterschied ist, dann geht's. Äußerlich finde ich sein Auto sehr schön. Äußerlich finde ich aber auch meins schön. Meins ist ein bisschen unauffälliger, ist ein bisschen filigraner gebaut. Wenn man mich jetzt persönlich fragt, was ich haben möchte. Ich habe mir auch schon mal einen 140er gekauft, aber mir ist der Innenraum ein wenig zu groß. Mir ist der Verbrauch ein wenig zu hoch und ja, ich glaube auch, dass die Technik ein bisschen anfälliger ist wie beim neueren und vor allem, wenn du was reparieren musst, ist es natürlich bedeutend teurer. Deswegen ist natürlich mein klares Statement dazu, zum Fahren würde ich eher den hier nehmen, zum Sammeln ist das schon der richtige, wobei für mich natürlich auch der 126er dann natürlich für Sammeln ein Kandidat ist, der noch etwas ausgeprägter die Mercedes S-Klasse Form hat. Was mich jetzt noch interessieren wird, ist, was der Peter vom Fahrverhalten hält, weil er hat ja den direkten Vergleich zwischen W140 gehabt und 220er. Also den 140er zu fahren macht definitiv Spaß, das ist ein richtiges Raumschiff. Das ist halt, du kommst ja auch so drin vor und der meinige ist halt ein bisschen sportlicher, finde ich, ist vom Alltag her ein bisschen leichter zum Handeln. Hat auch natürlich den Fahrvorteil mit dem Park Distance Control, wo wir die Peilstäbe, ist halt schon eine Sache, das muss ein bisschen geübt sein. Das ist nicht für jeden was. Ja, das ist richtig. Das heißt also, der 220er ist klar das modernere Auto, beziehungsweise das modernere Fahrzeug. Und mir gefallen ehrlich gesagt beide eigentlich ziemlich gut. Dennoch, mein Herz schlägt höher für den W140. Peter, dein Herz schlägt höher für? Natürlich für den 220er, deswegen habe ich ja auch zwei aus der Baugruppe und deswegen habe ich mir auch so gefreut, dass er heute mit seinem 140er kommt, weil ich jetzt nicht Lust habe, mir gerade nochmal einen zu kaufen für das Video. Aber er hat ein ausgesucht schönes Modell aus der Baugruppe. Also wenn ich es mir raussuchen könnte, wäre es wirklich auch der 500er Motor und wäre es genau deine Farbkombination. Also würde ich überhaupt gar nichts anders machen und ich war ja ein bisschen mit Neid, wo ich mitbekommen habe, dass du den in Madrid gekauft hast und ich verfolge das Auto jetzt schon seit ein halbes Jahr, seitdem du es hast und ich finde es nach wie vor natürlich einer der schönsten von den 140er. Ja. Jetzt habe ich noch eine Designfrage an den Peter. Welche Scheinwerfer gefallen dir besser? Eher Glotz oder eher Spiegelei? Naja, zu der
etwas aerodynamischeren Form passen natürlich diese Scheinwerfer schon, aber so gesehen ist das natürlich schon mehr Mercedes, mehr S-Klasse. Es ist ja auch noch, da ist ja noch ein bisschen Bruno Sacco mit drin in der ganzen Sache und er sagte, der muss noch reifen, dass der richtig gut gefällt. Also wenn man mal nach 10 Jahren schaut, oder jetzt sind es ja nur noch 5 Jahre, wenn da die H-Kennzeichen laufen, dann kriegt er schon seinen Stellenwert und es gibt auch nicht so viel Schöne, das muss man auch davon sehen. Bei dem, ich will jetzt nicht sagen, dass die bis zum Saufuttern da sind, aber allein vom 500er laufen, glaube ich, auf deutschen Straßen nur über 3000 Stück. Und ja, da ist halt noch bedeutend mehr Stückzahl da und noch ein längerer Zeitraum für H.